Willkommen zurück zu Castlevania 2, Simon's Quest. Hooray, hooray, hooray. Ja Leute, wir stehen vor dem vierten Dungeon und wollen uns doch da gleich mal reinmachen. Ja, ein Dungeon, an den ich auch eigentlich null Erinnerung habe. Das heißt, es wird wieder wahrscheinlich einen ganzen Part einnehmen, dass wir hier drin rumdümpeln. Aber hey, daran soll es ja nicht scheitern. Ja. Ich scheitere höchstens an diesem Lahmsack da oben, der mich nicht rauslassen will. Na, nicht auf meinen Kopf treten, klar. So, jetzt stirb, stirb. Oh ja, yeah, wir haben jetzt auch den Morgenstern, die zweitstärkste Waffe vom Spiel. Und da oben hat gerade ein Blob rumgebackt. Okay. Ach, Leute, musste das wirklich sein? Deswegen hat der Blob rumgebackt. Da schon wieder. Na gut. Unnötig. Sowas von unnötig. Ach Gott, wenn dieses Geräusch für das Weihwasser nicht so nervig wäre, okay. Okay, das Zeug hier tut ja weh. Ach gut, das heißt aber auch, ich komme da nicht vorbei, ohne Schaden zu nehmen. Oh, okay. Ich halte die andere Richtung. Kein Bock jetzt da groß zu sterben. Aber du! Du darfst sterben! Oh yeah. Oh Gott. Ich habe wieder echt null Durchblick. Wohin? Hier unten ist massiv, hier oben geht's durch. Leute, das war übrigens Zufall. wie gesagt, ist schon... Ein paar Sachen sind hängen geblieben, das war jetzt scheinbar irgendwie, was weiß ich, Intuition, aber... Ich wollte eigentlich nur im Sprung, weil was dagegen klatschen. Aber, ja, so... Kann's natürlich auch gehen. Hm, so kann's auch gehen. Ein Leben haben wir noch. Wir haben jetzt aber auch schon einige Wege ausgelassen. Hier geht's nicht durch. Okay. Wo ist der Trick? Irgendwie muss ich doch hier wieder rauskommen, oder? Hallo? Ah, ach. Ich dübbel natürlich da oben das Zeug ran. Hm. Ja. Oh! 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 Sieh mal einer an! Also, was? Ich habe jetzt gedacht, das wäre schon das Ziel. Ja, aber bisher hing diese... Ja, aufgehängten Leichen ja nur im Zielraum rum. Dass die jetzt hier so kommen... gut. Ah, Moment, das da oben scheint. Yep, das da oben ist ein Weg für dumme Nüsse. Der führt nirgends hin. Sofern da nicht irgendwie wieder ein versteckter Durchgang in der Wand ist. Und ich riskiere es und springe einfach mal da runter. Die Ecke da unten sieht irgendwie komisch aus, als hätte er. Hä? Was? Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass dieser Aufbau hier ein bisschen strange aussieht. Was habe ich jetzt hier gefunden?
mich doch. In dem großen schwarzen Zwischenraum versteckt ihr den Eichenstab. Liebe Entwickler, was habt ihr geraucht? Das wusste ich wirklich nicht mehr. Wie gesagt, in Oberwelt habe ich noch einige Erinnerungen, aber... Was hier in den Dungeons abgeht, konnte ich jetzt wirklich nicht mehr sagen. Fuck. Also nicht mehr konkret. Aber ja, okay. Zielraum? Zielraum. Gib den Scheiß her. Und gut ist. Ja. Draculas Nagel. Fingernagel oder sowas, hä? Was dessen Effekt ist, bin ich mal wieder überfragt. Ja, raus hier. Raus hier. Eine Burg voller Überraschungen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier instinktiv irgendwie die richtigen Wege genommen habe, aber ihr könnt mir glauben, geplant war da nichts. Wirklich nicht. Das ist gut. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt selber, dass wir so schnell wieder am Ziel sind. Ich hätte gedacht, das nimmt wieder einen ganzen Part ein, aber nö. Sind jetzt 7 Minuten, müssen auf dem Rückweg. Aber mir geht nicht ein, wo dieser Eichenstab versteckt war. Ohne Scheiß, das war wirklich hinter 40. So, na, da ist der Durchgang, alles klar. Hm? Ah, Gott. So. Und raus hier. Gut. Dungeon 4, Claire. Wohin jetzt? Ich glaube, das Gebiet hier... Na... Ah. Nee. Wisst ihr noch, wie wir hergekommen sind? Ein, ja... Blaues Lüftlein hat uns den Weg gewiesen. Und mir fällt gerade wieder ein, wie es mit dem Rückweg war. Ja. Recycling von Schloss 2. Ist es nicht schön, ein paar Erinnerungen zu haben? Denn ja, das sind gerade die Stellen, wo man auch wirklich hängen bleiben kann. Und gerade die habe ich mir dann doch irgendwie gemerkt. Überlebe ich diesen Sprung oder nicht? Na? Ich hab's gewusst. Simon, musst du dir immer die Rübe anhauen. Gut, nimm mir den Weicheiweg. Tschüss. Lass mich erst unten rum. Okay, das ist eine Plattform. Plattformen! Ich liebe ja Plattform-Action. Warum ich die nehme, warum ich nicht oben rum bin, keine Ahnung. Ja. Okay, das war doch ein bisschen offensichtlich, weil sonst sind die Plattformen ja nicht da. Ehrlich. Was hast du zu sagen? Ich gebe deinen Morgenstern die Kraft, das Böse wegzubrennen. Ja.
Feuerpeitsche erhalten. Ja, und damit haben wir die stärkste Waffe im Spiel. Und dürfen wir zurückspringen. Hooray. Gott, da geht das alte NES ganz schön in die Knie. So. Damit dürften wir wirklich keine Probleme mehr mit Gegnern haben. Und die Sprung-Action geht weiter. Ein paar Gegner dazu. Natürlich. Nein, nein, nein. Kein Bock mit denen zu battlen. Oh ja, die Gegner werden wirklich einfach nur weggebrannt. Ah, hier würde man dann den, Typ sehen und sich fragen, wie komme ich hier nur rein? Hier geht's nicht. Also muss es was von der anderen Seite sein. Ja. Definitiv. Also das, wie man hier reinkommt, ist wirklich offensichtlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Plattform jetzt auch nur gesehen haben, weil wir diesen roten Stein ausgewählt haben. Könnte ich dem Spiel auch durchaus zutrauen. Ich erinnere mal an die erste Burg. Da war es ja auch so, dass, der weiße Stein uns den Weg sichtbar gemacht hat. Was, das bist du für einer? Haha, mein Feuer ist heißer als deins. Oh nee. Warum so viel Jump-Action hier, bitteschön? Muss das sein? Ich weiß jetzt im Moment nicht mal wirklich, ob ich hier richtig bin oder ob ich bei diesen Upgrade-Typen da oben rum hätte sollen. Ich muss jetzt selber erstmal gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Moment. Ich will mir den anderen Weg angucken. Es war jetzt wieder so ein riesen Giftsumpf da, aber... Das ist ganz fies, dass du mich da hinten jetzt mit Feuerbällen zubolzt. Ja, und zur Abwechslung könntest du auch mal wieder sterben. Und nicht respawnen. Nicht respawn, habe ich gesagt. Mein Gott, ich halt gleich drauf. Und du komm her. Oh, halt immer noch zwei Treffer aus. Hart im Nehmen. Ja, im Gegensatz zu mir. Nicht diese große Giftpool, den wir da gerade gesehen haben. Wenn mich mein Brain jetzt nicht so täuscht, kann es sein, dass das der Rückweg in alte Gefilde ist. Dafür muss ich mich halt erstmal vergewissern. Also Simon, schwing mich da hoch. Ja, hoch, nicht runter. Hoch, nicht runter. Du Dämmlack. Nochmal der Gegner weg. Warum bleibe ich da oben immer hängen? Wahrscheinlich springe ich dem Scrolling zu schnell. Ja. NES Technik for the... For you. Ja, aber der letzte Sprung, den ich da machen wollte, ich glaube, der geht nicht mal. Ist dann doch zu weit auseinander. Komm, lass mich durch da. Lass mich mal gucken, ob es da hinten nicht weiter hoch geht. Genau. Eppa.
Sehr schön, sehr schön. Ach, du stehst gar nicht ungünstig, Kollege. Ja, hier geht's doch weiter hoch. Moment, schaffe ich den Sprung da? Ich probier's direkt mal. Ja, es geht sogar. Ich hoffe, dass es hier nicht irgendwie noch ein Loch nach unten gibt. Ich trau's denen zu, ernsthaft. Ja, der läuft durch. Das heißt, hier wird's gehen. Komm zu mir, komm zu mir. Gut, das heißt, das Stück hier ist auch sicher. Es ist gut, dass sich auch die Gegner an die Gesetze der Spielwelt halten müssen. Aber ha, hier ist ein Loch. Seht ihr, auch der Gegner kann da nicht drüber laufen. Haha. Das ist die Frage. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob es hier noch einen Weg gab. Okay. Ja. Wohl nicht. Gut, Leute, dann Entschuldigung, dass ich hier eure Zeit verschwendet habe. Und suche die ganzen Löcher und jetzt fliege ich sie der Reihe nach. Great job. Gut, jetzt bin ich wieder hier und kann nach ganz runter. Ja, schöner Text. Jetzt lass Tag werden. Tschüssikowski, ihr könnt mich mal. Ich bin weg. Hab gesagt, ich bin weg. Ja, ich war uns echt nicht mehr sicher, ob es da noch einen Weg oben gab. Ist zwar doch einiges hängen geblieben hier, aber auch nicht alles. So, na gut, dann haben wir jetzt doch keine Wahl und müssen sehen, dass wir über diese Motorpumpe durchkommen. Da war es doch gut, dass wir... ...noch ein bisschen davon gekauft haben. Ja, lauter Gegner hier. Gott, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr kaufen sollen. Komm schon, lauf. Gott, keine Wirkung mehr. Hat keine Wirkung mehr. Komm schon, da drüben ist Land. Land. Das erreichst du noch. Das schaffst du. Noch ein paar Schritte. Ja! Huh! Und Dungeon 5! Alter Schwede! Und hier ist unser Heimweg. Ja. Gut, Leute. Was machen wir jetzt? Fangen wir den Part noch schnell mit dem Ding an. Ich bin mal so frei. Und will mal auf eine andere Art sterben. So sieht's aus, wenn man durch die Giftpumpe stirbt. Gut, volle Energie. Damit bin ich ready for the dungeon. Ich hoffe, ihr seht es auch im nächsten Part von Castlevania 2, Simon's Quest. Hooray!